Hey Nico, was hätte es rausgekommen? Du als Pippe-Spieler kennst du ein bisschen aus. Das ist noch für Performance bekannt rausgekommen. Können die was? Nee, die können nichts. Gar nichts oder was? Aber dann hat der Pippe gar keinen Support bekommen, oder? Doch, empowered. Und schauen wir uns das an. Oida, was geht ab, Leute? TBT hier. Wir haben unseren alten Kumpel Minus Müller hier. Zeigt uns mal sein neues, interessantes Pepe-Deck. Also ich habe mir einfallen lassen, man kann ja die Empower, die man früher im Trickclown gespielt hat, jetzt auch im Pepe ein bisschen testen. Mit Sky Iris kann man die Feed Spell suchen. Und das Monster ist halt immer ein Generic Rang 4. Und es ist auch eine gute Low Scale. Also ich habe jetzt hier erstmal Standard Monkey Board, dann Skull Crobat, einfach Sucher des ganzen Decks. Dann habe ich jetzt nur zwei Pendulum Sorcerer drin, weil du hast jetzt nicht mehr den Platz mit dem weiteren Monster, aber zwei reichen am meisten eh aus. Also du suchst sie dir ja sowieso standardmäßig. Dann zusätzlich noch, um ein bisschen die Performable Engine konstanter zu machen, habe ich noch einen Dunkey drin und die Standard D-Draw Engine mit Gita Turtle und Lizard Draw. So. Beste Engine. Ja. Dann für Sky Iris, die Spiel, habe ich halt noch zwei Scales. Einmal das Unicorn und den Phoenix. Mai sucht ist halt Standard Scales. Dann noch Magic Spectre Engine, den Bumbuku und zwei Malkirien. Ist, glaube ich, aktuell die beste Pendulum Engine, die zusammen mit den Pepe laufen. Dann Luster Pendulum Engine, also Pendulum, zack, das. Vector, Dracos, Lector Luster plus Lector. Dann noch dreimal den Master wegen Draco Face-Off. Genau. Und immer Fusion. So, dann Magical Abductor zwei Stück, weil du so viel Spells und Counter kriegst, kannst du dir alles suchen. Drei finde ich etwas zu viel. Ich brick immer mit der, deswegen habe ich sie auf zwei gecuttet. Sehr zum Spells schießen, zwei Maxentric. Finde ich jetzt ein bisschen besser als MST. Der neue MST ist natürlich jetzt auch eine gute Option, wo man, ich glaube, 1000 Life Points bezahlt und eine Zauberkarte vom Gegner entfernt. Die ist halt gegen Pendulum sehr gut und man will da keine Zauberkarten Monster abschmeißen mit der Twin Twister. Genau. Dann zweimal Ariadne zum Schießen und Suchen von Spells. Und jetzt kommt die interessante neue Karte. Das ist einmal dieser Tragödie Empowered. Den hat man früher im Trickclown gespielt, weil die Feed Spell dir auch was abschmeißen gelassen hat und dich das nicht gestört hat. Der ist jetzt einfach Zweier Scale und wenn er zerstört wird, hat auch einen sauguten Effekt. Und zwar, du darfst dir einmal ein Pendulum-Monster suchen, was Krieger oder Zauberer ist, mit 2000 Attack oder weniger. Also es kommt zwar nicht so oft vor, weil du den eigentlich eher weniger liegen lässt, aber wenn du jetzt ein bisschen bricken solltest, hat er fast die Funktion wie Odd-Eyes Dragon, dass wenn er zerstört werden sollte, du dir wieder Monster suchen kannst. Genau, und die Zauberkarte, die kommt gleich, die Feed-Spell. Draco Face-Off als Zauberkarte, mal die beste Zauberkarte, die es aktuell so für Pendulum gibt. Upstart wegen Karten ziehen, 39 Karten, beziehungsweise bei mir 40, weil ich spiele 41 Karten. Dann zweimal Terraforming, such dir einmal zwei Feed-Spells, Sky Iris plus diese neue, die sagt, schmeiß eine Handkarte ab und Special Summon ein Empowered Monster auf Englisch aus dem Deck. Und alle Krieger plus Zauberer kriegen 300 Push. Und Krieger oder Drache sind es, genau. Dann als Ziel zum Suchen für Skyrim Odd Eyes Vortex Dragon, einfach die beste Opening mit der Karte, wenn der Gegner zwei Monster oder mehr hinlegt. Und weil meine Idee war jetzt, weil man mit der auch Monster abschmeißt, oder am liebsten Monster abschmeißt, habe ich jetzt noch zwei Instant Fusion reingepackt, wegen Noten, um das Monster halt nicht zu verlieren. Und als Trap einfach die Standard Ariadne, die Solems plus Predigt. Und weil ich 41. Karte spielen wollte, wegen Trap Tricks Rafflesia, habe ich noch eine heimtückische Fallgrube reingepackt. Genau. Und dann noch zum Extra-Deck, weil Sideboard ist einfach, ja, je nachdem was Meta halt ist, spiele ich noch ein Noden wegen Instant Fusion. Dann Dweller, weil gegen alles, was jetzt so BA ist oder sowas. Den Blue Eyes kann die auch ein bisschen was jetzt, weil die aus dem Grave kommen. Dann Rafflesia, wegen der heimtückischen Emerald, Special Tier, auch den Vanilla wieder. Und lässt ja was zurückmischen. Castell, bester Vierer aktuell. Diamond, Direwolf, um Karten wegzukriegen. Dann die Draco Engine. Also Ignista plus der fette Fusionsviech. Pendulum, genau. Und halt, wenn du die beiden rauskriegst, kannst du die halt wiederholen. Und dann halt noch die Odd Eyes Engine. Und Vortex Dragon, genau.
genau, testen wir das Deck jetzt aus, mal gucken, wie es läuft. Sehr interessantes Deck, vielen Dank an dich. Gerne. Und schreibt hier in die Kommentare, was ihr davon haltet und leidet sich. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familien-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.